Ein Kurzwort zur EU-Verfassung, Herr Reding. Das ist einfach eine Sache, die ihr im Herz leidet. Nur Ende Juni, für die Leute, die nur am 22. gucken, als das schon passiert, soll die Verfassung, die für DDR da das neu beliebt gehen. Was will DDR an zwei wieder gesagt, wenn wir überhaupt noch so etwas kriegen? Die Verfassung sollte ja mal nicht mehr genannt. Komm, ich schwätze mal nicht über Texte. Komm, ich schwätze mal über Europa. Was ist Europa? Für was ist Europa da? Und was soll Europa machen? Wir brauchen in Europa, was mal aufhängt, Sozialkriterien zu holen. Wie der Robby Mehle gesagt hat, ökosozial Kriterien. Wir brauchen einen Mindestlohn an der EU. Nicht denselben Mindestlohn für alle Menschen, mehr an alle Land von der EU. Soll alle Menschen, die arbeiten gehen, von seinem Lohn können dezent leben. Und noch nicht mehr Produkte, die so produziert sind, sollten überhaupt an die EU importiert gehen. Wir sollen nicht unterstützen, wenn an Indien kann er schaffen oder wenn nach China Flüsse vergiftet gehen. Da muss die EU einfach so, wir haben auch Werte. Wir stehen für gewisse sozial und gewisse ökologische Werte. Und dann ist eine EU richtig und wichtig. Ob mit oder ob ohne irgendeinen Text. Und das soll die EU Souveränität von ihren Mitgliedsländern anerkennen. Sie sollen sich nicht an Sachen anmischen, die ein Land für sich kann. Regulieren. Nach ein Kehr. Politik gehört an die Chambre. Sie gehört nicht an ein Trickpartit und sie gehört auch nicht an Brüssel, an irgendwelche Büro von irgendwelchen Eurokraten. Wir sollen heiner immer können bestimmen, wie wir mehr wollen, hei leben, aber wie es kann mehr, hei sollen leben. Sie sollten nicht anmischen, Herr Wolf. Wie das Gefühl als Privatmann, als Geschäftsmann, dass Europa so einfach Sachen anmischt, wie der Sorteil Brüssel hält ich durch aus? Das ist richtig. Brüssel möchte Sachen an. Und ich gucke, als Geschäftsmann kriege ich so Konditionen gesagt, Bedingungen, zum Beispiel zu Hölle, nur mit der Autoindustrie, wir sollten dann durch den Markt verallgemeinern und weiter, da gehen so Konditionen gesagt, dass die kleinen Autoshändler, dass die am Anfang nicht mehr existieren. Er muss als wir sein Ausstellungsraum den Normen anpassen. Es gibt Normen, Normen, Normen. Wir haben Bananen, die müssen so krumm sein, dass wenn sie nicht die Krümmung haben, dürfen sie nicht an Europa ran. Tomaten müssen die Gräs tun, dürfen sie dann an Europa ran. Mit dem Problem leid, wenn ich zu Fuß ein Stelut kaufen, da kann ich die zum Besten nicht an steckte Stierchen, weil das geht nicht. Wir haben ganze komische Sachen, die so einfach, aber die Leute auch interessieren. Die Leute, ich kriege viel geschrieben, was wegen Milch mit Kuh, wie viel Milch mit Kuh darf produzieren. Dabei haben andere Leute auf der Welt, die haben nicht zuerst, nicht zuerst, nicht zuerst. Mir zu brechen ist der Kopf wirklich über Normen, die so sinnlos sind, an die sie von Futti machen, an die sie unterstützen. Das ist der Punkt. Ich will nicht in der Brüche, aber ich gesehen, wir haben hier am Eck nach ein Froh. Ich will nur sagen, es sind nur schon von Anfang gut bei mir der. Aber was ganz schlimmer ist, ist, dass mal erstens Kriminalität. Die Leute müssen fertig, mit das wird durch die Stürze zu gehen. Nicht nur mit Ofen, mich schon mit das. Und dann zweitens, der Wohnungsbau. Es sind so viele junge Familien, die gehen effektiv, wie ihr seht, rauf, durch die Leien. Sie packen es nicht mehr, sie müssen zu zwei Schaffen gehen, Kinder müssen an den Krieg gehen, das kostet so viel. Aber da geschieht gut nichts. Für den Wohnungsfreiheit, Leute, die gucken, da sind sie bei einem Schlaf, kommen auf 30.000 Lützebäuer Franken. Das kann kein mehr drohen. Und da muss etwas geschehen, weil sonst gehen sie alle guten Heuer nicht unter. Wunderbar, ja. Das ist ein Dadder, Herr Reding. Ich kann selber just hier mal einen kleinen Pfeffer herbeizulehren. Jonas, für 5 Jahre ein Duplex gekauft, den hat er 6,7 Millionen Franken gekauft. Heute kriegt man der Agence noch so um die 300.000, das ist eine Verdoppelung auf 5 Jahre. Ist das normal? Ich meine, Herr Juncker wird nach Enkel ja ein Wohlrecht gesucht. Und das wäre wie in einer anderen Deklaration zu der Nation gesagt wird, der Wohnungsbau ist mein größten Feind. Und das ist absolut richtig. Wir fangen an, als eigene Leute, als im eigenen Land zu vertreiben. Und das fand ich absolut dramatisch. Ich habe im Kongress gesagt, und ich kann immer wiederholen, ich bin der Meinung, dass jeder, alle zu bauen, den hier im Land schafft, von seiner Peise, ich muss können dezenten, Wohnungsraum leisten. Aber wenn Politik das nicht fertig bringt, dann hat Politik absolut versucht. Das Problem ist, ich schaue immer von Wohnungsraum.
die verschwissen etwas, weil wenn du von mir ins Raum schwert, Raum auf Quadratmeter, das ist eine Differenz. Das lehne ich schon am meisten Schule. Wenn du von mir ins Raum schwert, dann musst du auch Raum bauen. Und ihr könnt nicht, wo du ein Terra hat von 25 Jahren, und die wohnt dort zweistöckig Residenzen drauf, dann hat er keinen Wohnungsraum geschafft, dann hat er einfach eine Wohnungsfläche geschafft. Und das ist das Problem. Wenn jetzt wäscht zum Beispiel, wenn wir dann Südgas, die haben mitten an der Asche, ein riesiges Terrain, und die hier haben abgeriecht, industriell, die könnten genauso gut in die Industriezone leihen, das gibt denen keinen Hochkrümmen. Nee, wir haben da Industrieterrain draus gemacht. Das wäre ein super Wohnungsterrain gewesen, da den ein super Wohnungsanlage können bauen mit ein paar Etagen, aber nicht, ich weiß nicht von 4, 5 Steck, sondern von 20, 30 Steck, da die Wohnraum können schaffen, das wäre unbegrenzt gewesen. Das haut muss ich mal überlegen, dass ein Fonds de Logement, der Staat, der baut doppelt so teuer wie ein privater Promoter. Das ist nicht mehr schuldig, das geht dir aber gut, oder wie? Das ist ganz symptomatisch, dass Gemengen, Terrain und Häuser zurückhalten, wo kein gebaut ging. Das tut also ein ganz gutes Beispiel, wenn man Südgas zu Asch, was so skandalös ist. Eher auf Privatleute gegangen wird, dann die enteisen sollen gehen, nach Gott weiß, wer dann dem Position von der Regierung. Wir haben da geht dann die große Busparking, die da gebaut sind, das super ist. Da ist ein Wohnungsraum drüber, den ist unendlich. Wir haben da wie Taxi stehen, da ist ein Wohnungsraum drüber, den ist unendlich. Da können die Wohnungen bauen für die Leute. Nee, wir machen da große Parking für Taxi und dann noch für Bus nehmen. Wir haben noch eine Frau aus dem Publikum, wenn es blieft. Ja, also es sind nur seit diesem Jahr an der RDR dabei und es sind an der Jugend. Und seitdem sie dabei sind, dann auch schon echt und ich gemerkt, wie hoch Kriminalität in unserem Land ist. Also auch an Asch, für alle an Asch gesehen hat, dass an Herren auch, dass viel mehr Droge gehandelt wird. Kriminalität geht immer mehr hoch, auch an der Schule, das kriege ich auch immer mehr mit. Die Schüler gehen mir frech gegenüber den Profen, gehen schon regelrecht kriminell gehen zu viel. Und da gesehen ich, dass einfach nichts geschieht. Das heuer nicht, geht nur gepöpelt von Jungen und es geschieht einfach nichts. Du hast keinen, den etwas erhält. Wie ist das möglich, wenn Kriminalität so hoch ist? Wenn so gut in Osenio schon bald fortlebt, von den Osenior schon bald muss die Jungen rauszerren, wie ist es möglich, dass du nicht gemäht wird? Fast von der Lärm, ich denke, es gibt zwei Antworten darauf. Die erste Antwort, der Wolf hat schon viel darüber gesagt, an unserer Gesellschaft fehlt es auf Wallöre. Wir müssen nicht auf Wallöre schaffen, jeder daheim oder in der Familie. Respekt, Respekt für unsere Mitbürger, Respekt für unser Lehrpersonal, von dem muss schon nicht geben, da wir vieles Männer schlimm. Der zweite ist Justiz. Ich denke, der Friede könnt ob gehen, mit 36 Polizisten rundherum, er sieht, wo ist heute das Problem? Denn der Friede soll einfach mal hier ohne Polizisten oder Blolut, irgendwann am Lauf vom Tag durch die Gärerstraße gehen, da geht für selber merken, wo das Problem ist. Ich höre uns, es ist doch nicht besser. Und wir sollen uns nicht sagen, wir brauchen nichts, wurden ständig Politiker, die zu euch in Echt wollen, die auf Platz gehen, die selber ein Bild machen, und nicht Show-Effekte. Mit 36 Bodyguards und ein Problemzone gehen und da so ein, ich gesehen habe, nicht, wo das Problem soll sein.